Ja, hi Leute. Heute gibt's nochmal Oddizeller Morgan E. Da habe ich gerade eben hier dieses Pärchen von präpariert. Die trocknen jetzt erstmal und dann geht's hier mit diesem Männchen direkt weiter. Und zwar hat sich der Marvin in den Kommentaren beim zu Polars Horny Money Video gewünscht, dass ich mal einen Käfer in Flugposition präpariere. Und ja, die Herausforderung nehme ich quasi an. Ich habe das selbst erst zweimal, glaube ich, gemacht und habe es damals eigentlich auch falsch gemacht, weil ich durch die Flügel gestochen habe, was zu vermeiden ist. Ja, und dann wage ich mich mal heute an dieses Experiment. Und ja, dafür müssen wir natürlich erstmal die Flügel, die Hautflügel aus den Elytren hervorholen. Weil wenn wir jetzt eine Nadel einfach durch den Rücken stechen, ist natürlich auch der eine rechte Hautflügel durchstochen und fixiert, sodass man ihn nicht mehr rausholen kann. Gucken wir einfach mal, wie das so geht. Das Ding bei Rosenkäfern ist, die können ihre Elytren nicht weiter als so anheben. Das ist typisch für diese Familie oder Unterfamilie, je nachdem mit welcher Systematik man geht, dass sie nämlich ihre Elytren nur so weit anheben und dann die Hautflügel hier an den Seiten rausschieben. Und ja, die versuchen wir jetzt mal möglichst ohne sie zu verletzen da rauszubekommen. Hier halten wir den ersten. Tricky die Sache. Okay, genau. Das ist der erste. Den lassen wir jetzt erstmal so rausstehen. Dann kümmern wir uns um den nächsten. Genau, die kann man eigentlich einfach so an diesen harten Rahmenadern hier gut mit der Nadel einfach rausdrücken. So. Und natürlich haben die Hautflügel jetzt nicht so herunterhängen beim Flügeln, sondern die sind nach oben hinweg ausgebreitet. Ja, und da kommt dann weiteres Werkzeug ins Spiel. Und wir können uns nur noch schlecht um die Beine kümmern. Deswegen werde ich die ganz einfach an den Körper anlegen. Schauen, ob sich danach noch was daran machen lässt. So, und jetzt muss ich mir gut überlegen, wohin ich die Nadel setze, um ihn festzustecken. Und ich denke mal, jawohl, doch, so kann ich sie eigentlich einfach durchjagen, wenn ich den Hautflügel nach hier hin wegziehe. So. Die Beine wieder anlegen. Also wie gesagt, das ist jetzt mein drittes Mal, dass ich das versuche. Deswegen ist es halt gut möglich, dass es nachher nicht so super aussieht, weil ich das darin selbst nicht so geübt bin. Und ja, ich meine, es sieht zwar cool aus nachher im Kasten, aber es nimmt einfach viel zu viel Platz weg und ist auch
ehrlich gesagt ist mir das zu aufwendig, das regelmäßig zu machen. Ab und zu kann man das mal machen, wenn man einen Schaukasten machen will, aber in einer vernünftigen Sammlung, wissenschaftlichen Sammlung, hat man solche Präparate eigentlich nicht. So. Genau, und wir wollen die Hautflügel eben nicht irgendwie kaputt machen. Heißt, wir stechen nicht einfach mit einer Nadel dadurch, dass wir sie so hier fixieren, sondern da habe ich gleich noch etwas für. Und zwar probieren wir das mal mit diesen Papierstreifen, wie man das auch bei Schmetterlingen auf Spannbrettern macht, dass wir die Flügel so fixieren und dann die Nadeln hier durch das Papier stechen, irgendwie so schief, dass es viel hält. So. So hätten wir dann den ersten Flügel fixiert. Das machen wir jetzt auch beim anderen so. Wir können das Bein hier noch etwas mehr anlegen. So kann ich die noch feststecken hier. Naja, um die Beine geht es ja weniger, deswegen müssen die jetzt nicht perfekt symmetrisch sitzen. Und wenn ihr auch vielleicht irgendwelche Sonderwünsche zu speziellen Präparationen habt, schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Ich kann nicht versprechen, dass ich die dann auch umsetze. Also zum Beispiel Schmetterlinge oder so werde ich auf keinen Fall präparieren. Das ist mir echt zu aufwendig und ich bin nicht so der Schmetterlingssammler. Sehen zwar auch hübsch aus, aber wir bleiben bei den Käfern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit ich die am besten abstrecke. Vielleicht nicht so weit. Das sind jetzt hier einfache Papierstreifen, die ich verwende. Ich glaube, die Schmetterlingsleute nehmen da extra durchsichtiges Papier, damit sie halt besser die Position der Flügel sehen können. Aber die schimmern hier auch etwas durch, deswegen kann ich das einigermaßen symmetrisch ansetzen, glaube ich. You
So wird das Ganze jetzt erstmal trocknen gelassen. Und ich denke mal, in der Woche oder in ein paar Tagen vielleicht schon kann ich den abnadeln und die Flügel bleiben dann hoffentlich so stehen. Und dann gucken wir mal, was draus geworden ist. Das war der dritte Versuch und der erste, wo ich halt mal nicht durch die Flügel gestochen habe. Ich bin selbst sehr gespannt und wir sehen uns dann beim Abnadeln wieder. Bis dann. So, okay. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt abnadeln, wie das Ganze funktioniert hat. Erstmal hier die Nadeln abnehmen, mit denen ich die Gliedmaßen festgesteckt habe. Es ist jetzt keine hundertprozentige Symmetrie. Aber, upsie. Okay. Ja, ein bisschen korrigieren kann man noch. Und ja, dann bin ich mal auf die Flügel sehr gespannt, ob die in ihrer Position bleiben. Ziehen wir jetzt hier die Nadeln aus dem Papier. Streifen abnehmen. Okay, hier ist es ein bisschen zerknittert. So hätte es eigentlich gemusst. Naja, aber geht auch so. Und wir heben ihn mal kurz an und schauen, ob es hält. Und ja, das tut es. Das ist dann quasi ein Flugpräparat eines Oedicella morgani Männchens. Wie eben typisch für Rosenkäfer, Cetonidae, dass die Flügeldecken weitgehend geschlossen sind beim Flug, nur die Hautflügel an den Seiten rausgestülpt werden. Bin überrascht, dass es doch so gut geklappt hat. Also dieser Flügel hier ist jetzt ein bisschen zerknittert hier, ist nicht komplett ausgefaltet. Kann man vielleicht so nochmal extra kurz feststecken. Werde ich vielleicht auch jetzt gleich nochmal machen, aber nicht mehr hier im Video. Und ja, das Experiment ist geglückt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr denn vielleicht von so Flugpräparaten haltet, ob ihr das selber auch mal ausprobieren möchtet oder doch lieber bei der Standardpräparationsweise bleiben wollt. Ich persönlich bleibe auf jeden Fall bei der Standardpräparationsweise, weil das einfach zu viel Platz wegnimmt und ich den Platz leider nicht habe in den Kästen. Gut, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, abonniert, bis zum nächsten Mal, ciao!